Hallo liebe Gründungsinteressierten da draußen. Ich darf euch heute sehr herzlich zum zweiten Teil dieses MOOCs begrüßen. Wir beschäftigen uns heute mit Geschäftsmodellmustern. Das letzte Mal haben wir gehört, was ein Geschäftsmodellrahmen ist und auch was ein Business Model Canvas ist. Daher gleich zur Erinnerung meine Fragen an euch. Wisst ihr noch die 4 Ws von Oliver Gassmann? Und könnt ihr auch noch die 9 Felder des Business Model Canvas benennen? Hat man diese ganzen Fragen nun für sich selber beantwortet, beziehungsweise hat man die vielleicht sogar schon in einem Business Model Canvas abgearbeitet, dann, ja was dann? Dann sollte man wissen, wie ich mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung, beziehungsweise mit meiner Unternehmung Gewinn erzielen kann. Die Frage ist, was hat das alles jetzt mit einem Geschäftsmodell Muster zu tun? Ist ein Muster denn nicht eine Art Vorlage? Ja, das ist es. Und genau deswegen ist ein Geschäftsmodellmuster eine entsprechende Konfiguration von Elementen und deren Verbindungen zueinander. Oliver Gassmann und sein Team haben in den vergangenen Jahren sehr viele Unternehmungen untersucht und haben dabei 55 Modelle bzw. 55 Muster identifiziert, mit denen man fast jedes Geschäftsmodell abbilden kann. Die Anwendung und das Ausprobieren solcher Muster ist jetzt aber sehr hilfreich bei der Erstellung eines eigenen Geschäftsmodell-Prototypen bzw. auch dafür, um das passende Geschäftsmodell für die eigene Unternehmung zu finden. Damit wir aber nicht nur theoretisch von solchen Mustern sprechen und ihr euch auch etwas darunter vorstellen könnt, beginne ich mit dem bekanntesten Muster, Razor and Blade, zu Deutsch auch Haken und Köder. Eingeführt wurde das erstmalig 1880 von der Standard Oil Company von Herrn Rockefeller. Er hat damals sehr günstig seine Petroleumlampen verkauft, um dann mit dem teuren Lampenöl seine Gewinne zu erzielen. 1904 wurde das Ganze von Gillette Wilkinson adaptiert, die ihre Rasierer verschenkt haben, um dann mit den Rasierklingen ebenso ihre Gewinne zu erzielen. Daher eine kleine Aufgabe an dich. Drücke auf Pause und nimm dir 5 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, welche Unternehmungen du sonst noch kennst, die nach diesem Muster agieren. Die Auflösung folgt gleich danach. Und hast du nun einige Beispiele von Unternehmungen gefunden, die nach dem Razor and Blade Modell agieren? Beispiele dafür sind natürlich Nespresso, obwohl die mehrere Muster kombinieren, aber auch Xbox und andere Spielen, Konsolehersteller, Amazon Kindle, früher diverseste Printerdrucker. Ein gutes Beispiel ist aber auch Apple, die dieses Muster in umgekehrter Weise verwenden, nämlich in derjenigen, dass die Hardware sehr teuer ist, aber die Einzelleistung, die du konsumierst, sehr günstig. Und hier noch eine zweite Aufgabe für dich. Streamst du vielleicht Musik? Nutzt du Spotify oder Netflix? Lernst du eine Sprache bei einem Unternehmen wie Babel oder einem sonstigen? Oder nutzt du einen Daten-Cloud-Storage-Dienst? Wenn ja, erkennst du hier ein Muster, wie all diese Unternehmungen hier funktionieren oder wie sie agieren? Bitte nimm dir wieder 5 Minuten Zeit, drücke auf Pause und versuche, dieses Muster zu beschreiben. Und hast du die Gemeinsamkeiten gefunden? Konntest du das Muster beschreiben? Das Muster nennt sich Subscription. Durch das Bezahlen eines bestimmten Betrages in einem definierten wiederkehrenden Zeitraum, also dem Abonnieren, kannst du eine bestimmte Leistung konsumieren. Am Beispiel von Spotify, hier bezahlst du monatlich eine entsprechende Geldsumme, um dann unbegrenzt Musik genießen zu können. Also ganz anders als das Muster von Apple mit ihren iTunes. Das waren nun 2 der Muster, die Oliver Gassmann und sein Team herausgefunden haben. Tatsächlich gibt es 55. Und die könnt ihr hier nachlesen.
Auch wenn wir in diesem Video nicht jedes dieser Muster durchgegangen sind, so wisst ihr jetzt, dass es volle 55 Stück davon gibt. Und um eure Begeisterung noch ein wenig zu erhöhen, richtig spannend wird das Ganze, wenn ihr beginnt, diese Muster A zu wiederholen, B zu kombinieren oder C zu übertragen. Du fragst dich jetzt, was diese drei Begrifflichkeiten schon wieder bedeuten. Ganz einfach. Übertragen. Beim Übertragen versuche ich, ein Geschäftsmodell, das in einer Branche sehr gut funktioniert hat, auf eine andere Branche zu übertragen. Zweitens, kombinieren. Beim Kombinieren versuche ich, ein, zwei, drei oder auch viele Muster zu kombinieren, um ein schwer nachahmbares und für mich sehr gut passendes Geschäftsmodell zu finden. Drittens, wiederholen. Eine Unternehmung wiederholt ein erfolgreiches Geschäftsmodell in einen anderen Produktbereich. Und hier wieder eine Aufgabe für dich. Überleg dir ein Geschäftsmodell, das übertragen, wiederholt und oder kombiniert wurde. Nimm dir dafür wieder ein paar Minuten Zeit, drück auf Pause und notier dir das auf einen Zettel. Die Auflösung folgt wie gewohnt in Kürze. Nun zur Auflösung. Nehmen wir eine Unternehmung wie IKEA. IKEA betreibt Direct Selling, Cross Selling und Experience Selling. Direct Selling bedeutet, du bekommst alle Artikel von IKEA auch nur bei IKEA. Cross Selling bedeutet, du bekommst neben den Möbeln auch diverseste Food- und Non-Food-Artikel bei IKEA. Und drittens das Experience Selling. Bei IKEA darfst, sollst oder musst, je nachdem wie du das siehst, deine Möbel selbst zusammenbauen. Und hier gleich noch eine zweite Aufgabe für dich. Du kennst das Prozedere, drück kurz auf Pause, nimm dir ein paar Minuten Zeit und beantworte die Frage, was dir zum Geschäftsmodell Flatrate einfällt. Beim Geschäftsmodellmuster Flatrate entrichtet ihr eine einmalige Gebühr für ein Produkt und/oder eine Dienstleistung, unabhängig davon, wie oft ihr dieses Service konsumiert oder auch nicht. So wurde dieses Modell oder dieses Geschäftsmodellmuster mittlerweile erfolgreich von der Telekommunikationsbranche auf TV-Streaming-Dienste übertragen. Wie eingangs erwähnt, haben Gassmann und sein Team über 250 Businessmodelle von diversesten Unternehmungen untersucht. Sie sind dabei zu einem zuerst etwas respekteinflößenden und zugegebenermaßen etwas bunt wirkenden, aber allem voran einem wirklich beeindruckenden Schaubild gekommen. Sie haben die jeweiligen Geschäftsmodelle in unterschiedlichen Farben dargestellt und die Unternehmen, die nach diesem agiert haben, aufgetragen. Ebenso haben sie die Anwendungen von Kombinationen durch die entsprechenden Brücken dargestellt. So, ich hoffe, diese bunte Vielfalt an Geschäftsmodellmustern sowie die ebenso bunte plakative Darstellung regen euch an, um euch Gedanken über eure Unternehmung und euer eigenes Geschäftsmodellmuster zu machen. Ich sage nur, ran an die Geschäftsmodelle. Fertig, los, wir sehen uns beim nächsten Mal. Startup Journey.